Vaginoplasty. Ja, man wusste halt auch nicht, bis man mal die ersten Frauen nackt gesehen hat, wie unterschiedlich Vulven aussehen. Erst beim Fußball dachte ich so, ach, die sehen gar nicht alle so aus und wie bei Mama. Also ich finde es wichtig, dass man sich mit seinen eigenen Genitalien auseinandersetzt, dass man damit okay ist. Und es ist halt wirklich so, dass die Vulva mit sehr viel Schamgefühlen behaftet ist. Und deswegen finde ich es gut, darüber zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Und hattet ihr jemals Komplexe mit eurer Vulva? Nee. Boah, ich voll. Ja? Ich mega. Ja, ich habe ein Outie. Also meine inneren Schamlippen sind nach draußen. Und das ist ja ist erstmal nicht das Schönheitsideal, was hier verkauft wird, wenn du dir so Pornos und sowas anschaust. Ja. Und ich fand das richtig schlimm. Ich hatte so Angst, dass dann irgendjemand halt keinen Sex mit mir haben will, weil ich so eine Vulva habe. So krass, ey. Ich kenne aber viele Mädels, die da echt Sorgen haben. Bei mir guckt eine so ein bisschen raus, so wie so eine Zunge. Jeder sieht aus, wie er möchte. Jeder sieht aus, wie er aussieht, wie er von Gott geschaffen wurde. Und es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier Tabus brechen und Themen ansprechen, um eben Leuten zu zeigen, du bist gut, wie du bist. Es war eine Mega-Stimmung. Es hat mega Spaß gemacht. Es war einfach nur geil.